Hallo, wir sind Familie Burkhardt, Bettina, Anna und Peter. Wir leben in einem denkmalgeschützten Haus und sind fast zu 100% energieautark. Und wie das funktioniert, das zeigen wir euch mal. Kommt rein! Und hier sind wir in unserem Wohnzimmer. Früher waren das so viele kleine Einzelzimmer und wir wollten halt so einen offenen Wohn-Ess-Küchenbereich haben. Und da sind wir hingegangen und haben einfach die eine Wand unterm Balken jetzt rausgenommen. Bei der Sanierung sah es auch hier relativ wild aus. Die Dielen waren auch den ersten halben Meter quasi abgefault. Und der Hintergrund ist halt, dass es im Dach oben drüber eine Lücke gab. Und dann hat es halt 1, 2, 3, 4 Jahre hier schon reingeregnet. Hier in den Außenwänden, da haben wir einfach innen in Lehm so 8 cm Holz-Weichfaserplatten aufgeklebt und haben da Wandheizungsrohre dran gemacht. Und über die Wandheizungsrohre können wir im Winter heizen und auch im Sommer kühlen. Und im Endeffekt ist das eine Art Dämmung, wo hier im Denkmal super funktioniert und auch die Außenfassade so bleibt, wie sie ist. Hier hinten sehen wir unser Esszimmer. Wir haben einen Esstisch haben wollen, der für uns so ist, wie wir ihn uns wünschen. Deshalb haben wir uns den anfertigen lassen. Und damit er noch eine besondere Bedeutung hat, haben wir uns den zur Hochzeit gewünscht. Die Gäste der Hochzeit haben uns insgesamt dann zusammen den Tisch geschenkt. Mit den Tischbeinen haben wir auch nochmal das Material aufgegriffen, aus dem unsere Geländer sind, also die Treppengeländer im Flur und auch vor der Haustür. Spiegelt sich auch wieder in unseren Gardinenstangen wieder und das ist dann so eine schöne Korrespondenz von den Materialien, die einfach immer wieder sich finden. Eichenholz, Glas und das Eisen. Hier sind wir jetzt in unserer Küche und das Besondere hier an den Balken ist ja, dass die sehr dunkel sind und der Hintergrund ist, dass das schon immer eine Küche war und da ist halt zu Beginn mit offenem Feuer gekocht worden und durch den ganzen Ruß sind die Balken in der Küche auch großteils schwarz. Ja, also mir war total wichtig, dass die Küche aussieht wie eine alte Küche. Die Schränke an sich sind aufgesetzt, sodass es aussieht wie bei einem alten Küchenschrank. Und unser Schreiner hat so ein paar Gimmicks eingebaut. Er hat den Platz wirklich bis zum Letzten ausgenutzt. Da wird nichts verschenkt. Da gibt es auch Schubladen, die über Eck gehen. Im Gegensatz zu dem Zustand, wie wir hier das erste Mal drin waren, mit dunklen, kleinen, engen Räumen, ist das jetzt so, wie ich mir Wohnen immer vorgestellt habe. Das Haus steht schon fast 200 Jahre hier. Das ist so ein Gefühl wie eine alte Eiche und das strahlt eine sehr große Ruhe aus. Also ich habe immer so das Gefühl, wenn ich die Haustür hinter mir zumache, Welt aus, zu Hause an. Hier sind wir im Durchgangsraum zu der Scheune. Was uns besonders wichtig ist, ist halt das Thema Nachhaltigkeit. Hier bei den Balken, da habe ich einfach angehalten, wo ich durch die Lande gefahren bin, habe ich gesehen, die reißen was ab, habe da mal geklingelt, habe gesagt, pass mal auf, was macht denn ihr mit den Balken? Ne? Und habe mit denen quasi gesprochen und habe die für einen ganz schlanken Kurs dann bekommen können. Hier auch ein schönes Schmuckstück, ist ein Geschenk von unserer ehemaligen Vermieterin. Wir haben mal eine Zeit lang in der WG im Bauernhof gelebt und da stand dieser Schrank 20 Jahre im Kuhstall. Dann haben wir den vom Schreiner restaurieren lassen
Und was halt besonders ist, sind die vielen Kleinigkeiten, die jetzt im Schrank einfach noch sind von früher. Hier sieht man die Einkaufsliste. Dann haben wir hier solche nützlichen Dinge wie ein Brett zum Brotschneiden. Dann haben wir hier die Sache mit den Gefäßen, wo Mehl, Zucker und so weiter drin war. Hier unten haben wir noch einen Halter für Kochlöffel und so weiter. Und wir sind sehr froh, dass der Schrank uns jetzt weiter begleitet. Hier unsere Scheune. Ein paar Sachen waren uns halt wichtig. Es muss ja hier Licht rein und von daher war das auch eine Aufgabe mit dem Denkmalschutz einfach zu klären, wie wir das machen. Und unsere Lösung war hier eine Dachverglasung. Und weil uns das Thema erneuerbare Energien und Eigenversorgung und Autarkie besonders am Herzen liegt, war auch das für uns klar, dass wir hier in die Gläser einfach Solarzellen einbauen. Und insofern war das ein guter Kompromiss, wo einmal das Denkmal noch so aussieht wie schon immer und auf der anderen Seite halt auch fit für die Zukunft ist. Vielen Leuten ist das mit den Solargläsern auch gar nicht so bekannt, aber im Endeffekt ist das eine ganz einfache Sache. Ein Modul ist ja vorne einfach eine Glasscheibe und dann kommen Solarzellen und dann kann ich hinten entweder so eine Kunststofffolie draufkleben oder eine zweite Glasscheibe. Das heißt, wenn ich das mit einer zweiten Glasscheibe mache, habe ich einfach ein Doppelglas. Und da sind Zwischenzellen drin und das ist eine ganz normale Glasscheibe. So, und jetzt zeige ich euch mal, wie wir das hier gemacht haben, dass wir möglichst viel Energie einfach selbst produzieren. Ich meine, die Dachfläche oben, die ist ja relativ klein. Das reicht einfach nicht, um viel Strom zu produzieren. Und insofern haben wir weitere Flächen mit Solarzellen bestückt. Zum einen hier unser Carport. Dann haben wir unten noch einen Woodport, wo wir unser Holz lagern. Die Solarzellen sind das Dach. Und dann hatte ich das Glück, dass mein Nachbar mir erlaubt hat, unten auf seinem Schuppen nochmal weitere Solarzellen drauf zu machen, sodass wir insgesamt um die 30 kW Photovoltaik hier haben und im Jahr einfach 30.000 Kilowattstunden produzieren. Und mit diesem Strom können wir Auto fahren, können wir heizen, können wir im Sommer kühlen und können Fernsehen schauen. Und da sind wir sehr, sehr autark mit einer Autarkiequote von 93%. Und dann gibt es halt noch Tage im Winter, wo es einfach neblig ist, wo halt einfach nichts vom Himmel kommt und der Strom reicht dann nur für, sag ich mal, Komfortstrom, Fernsehgucken und so. Dann haben wir noch unseren Holzofen, wo wir einfach im Winter dann noch Feuer machen und quasi halt mit Holz einfach noch zuheizen. Ja, hier unsere Elektrozentrale, unser Hauskraftwerk, hier die Jahresübersicht und da sieht man schön die roten Balken, das sind die Balken, wo man Strom kauft und wir sehen hier unten keine roten Balken, das heißt, das ist schon mal gut. Wir kaufen über Sommer und über den Frühjahr und Herbst gar keinen Strom und wir kaufen nur hier im Januar ein bisschen Strom, dann im Februar wird es schon ganz wenig und im März sind wir schon fast 100% autark. Und jetzt mal genug Technik wieder. Gehen wir einfach mal hoch ins zweite Geschoss. Hier oben im Flur, da haben wir hier das Gefach noch aufgemacht, haben noch eine Glasplatte reingemacht, begehbar, dass hier auch Licht einfällt. Und das haben wir an anderen Stellen auch gemacht. Und jetzt gehen wir einfach mal durch ins Bad und man sieht schon, also ich bin jetzt keine 2 Meter, sondern 1,74 Meter oder so und die Tür, die ist einfach so, wie sie ist. Wenn ich so ein Haus übernehme, dann muss ich das Haus einfach annehmen, so wie es ist und muss einfach
mich anpassen und versuchen mit wenigen Änderungen dann das zu machen, dass ich einen modernen Wohnkomfort einfach habe. Ja, dann gehen wir einfach mal ins Bad. Das sind spezielle Zementfliesen. Das hat man einfach so bei Häusern um 1900 gemacht. Ja, und was ja auch in so einem Bad wichtig ist, sind einfach die Armaturen oder auch der Handtuchheizkörper. Wir sagen auch Dachgepäckträger zu ihm, ja, weil er so ähnlich aussieht. Ja, und hier ist auch nochmal ein besonderes Eck. Und da haben wir hier viel Stauraum, können den nutzen. Hinten können wir unsere Koffer noch verstauen und dann ist das ein tolles Ergebnis. Hier unser Spitzzimmer, das war früher der Kornspeicher und hier geht man mittendrin der Schornstein hoch. Da war halt die Überlegung, wie machen wir das, dass das gut aussieht. Haben wir einfach Backsteine aus dem Hühnerstall genommen und haben das hier gemacht und nutzen das Zimmer jetzt als Gästezimmer. Ja, Spitzzimmer ist einfach eine private Erfindung von uns. Wenn wir in der Familie sagen Spitzzimmer, weiß jeder, was gemeint ist. Hier sind wir in Annas Kinderzimmer. Es gab halt diesen Platz bis unters Dach und so sind wir auf die Galerie gekommen. Auch hier war unser Ziel, dass wir den Platz einfach bestens nutzen, dass sie den jetzt, wie sie, wenn sie noch ein Schulkind fast schon ist, aber auch nachher, wenn sie Teenager ist, dass sie den einfach nutzen kann, ohne dass wir da nochmal neues Möbel anschaffen müssen. Und im Moment ist der Schrank gar kein Schrank, sondern eigentlich ein Barbiehaus. Ja. Vorher hatte alles auf dem Boden in Chaos gestanden. Wenn da mein Geburtstag war, musste ich alles zur Seite räumen. Und dann habe ich mir einen Blick in meinen Schrank gewirft. Und dann habe ich gesagt, Mama, die Barbies ziehen um. Das war unsere Roomtour. Wir hoffen, dass wir Inspiration für vielleicht den einen oder anderen sein können. Denn es gibt jede Menge alte Häuser, die nur darauf warten, bis jemand die findet. Das sind wahre Schätze und bis er sich um sie kümmert. Und ich kann euch nur ermutigen, geht so ein Projekt ruhig an. Das ist wichtig, dass unsere Kulturgüter erhalten bleiben. Und wenn euch das gefallen hat, abonniert doch den Kanal und klickt hier. Und wenn ihr noch weitere Folgen schauen wollt, klickt hier. So. Tschüss. Ciao. Tschüss.